Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie. Jahre seit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der 80. Jahrestag der Reichspogromnacht. Zwei Daten, die an das schreckliche Geschehen des 20. Jahrhunderts erinnern. Ein Geschehen, das bis heute noch auch über Generationen hinweg aufgearbeitet werden muss. Unter anderem auch musikalisch. Genau das stand im Mittelpunkt des zweiten Hagenower Wandelkonzerts am 10. November. Gleich in zwei städtischen Gotteshäusern, der Stadtkirche und der alten Synagoge, wurde der Verstorbenen gedacht. Es waren also zwei Konzerte an einem Abend. Das Erfolgreiche ist, glaube ich, daran, an zwei verschiedenen Spielorten in einer Stadt Musik zu hören zu einem Thema. Dieses Jahr natürlich das Thema Ende des Ersten Weltkriegs und Reichspogromnacht. Beim letzten Wandelkonzert hatten wir das Thema Lobgesänge. Und da war es eher ein freudiger Anlass. Dieses Jahr ist es etwas eher ein bedächtiger Anlass. Der Organisator des Wandelkonzerts, Stefan Reisig, ist auch Organist, Chorleiter und Kantor der Hagenower Kirchgemeinde. Dieses Mal stand er vor einer großen Herausforderung. Diese ergab sich nicht aus dem musikalischen, sondern aus dem religiösen Kontext. Im Christentum und im Judentum wird die Musik auf ganz verschiedene Weisen in den Gottesdienst mit integriert. Auch die Bedeutung des Singens oder des Spielens wird in den beiden Glaubensrichtungen anders betrachtet. Das ist für uns auch schwer. Als evangelischer Kirchenmusiker ist man auch nicht so ganz hundertprozentig firm, wie es in der jüdischen Tradition aussieht. Ich weiß aber, dass es dort keinen liturgischen festen Ablauf gibt. Sie haben auch ihre gewisse Hochfeste, das Laubhüttenfest oder Yom Kippur. Und dort ist es meistens so, dass es spezielle Gesänge gibt, die aber ohne Orgel begleitet werden. Die sind meistens a cappella gesungen und werden mündlich tradiert und wurden erst ganz spät aufgezeichnet für die Nachwelt. Und erst in liberalen Synagogen ist es so, dass auch die Orgel einen Platz gekriegt hat, um die Gemeinde zu stützen in diesen Gesängen. Die Rostocker Sopranistin Felicia Frenzel nahm die Zuschauer auf eine Reise durch die romantisch-melancholischen Landschaften aus dem 19. Jahrhundert mit. Biblische Texte, Gebete, aber auch Gedichte von Paul Fleming, Ernst Moritz Arndt oder Karl Henkel gab es zu hören. Selbst ein Gemälde wurde vertont, die Toteninsel von Arnold Böcklin. Der ökumenische Chor Hagenow mit vielseitiger musikalischer Begleitung ging in der alten Synagoge seinen eigenen Weg. Neben den Werken von jüdischen Komponisten wurde auch auf die Geschichte der Stadt Hagenow in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zurückgeschaut. Durch das Vorlesen der Briefe und Tagebücher kamen Zeitzeugen zu Wort. Somit wurde das Wandelkonzert auch historisch und literarisch zu einem Gesamtkunstwerk. Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie.